Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Meckerlein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eigentlich wollte ich heute Abend gar kein Video machen. Ich habe im Discord schon geschrieben, aus technischen Gründen. Geht heute nicht, passt heute nicht, kann ich nicht machen. Der technische Grund steht neben mir. Ja, was soll ich dazu sagen? Hier drin sind Umlauf, ich kann es mal kurz zeigen, solche kleinen Kugellager hier mit einem Flansch noch dran und alles. Ja, und da war ein Schaft dabei und der Schaft passt zwar in die großen Kugellager rein, gerade so, aber nicht in die kleinen. Also da ist irgendwo, entweder habe ich einen massiven Fehler gemacht oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, ein Druckteil ist kaputt, ein Kugellager ist kaputt, das heißt, ich muss mal gucken, ob ich es ersetze. Und der Schaft ist auch natürlich nicht benutzbar. Egal, das hat mich so ein bisschen davon abgehalten, heute ein Video zu veröffentlichen. Das habe ich vor einer halben Stunde ungefähr gemerkt. Und habe mir dann gedacht, das macht heute keinen Sinn, noch ein Video zu drehen und das dann online zu stellen. Aber mir ist noch eine Idee gekommen. Ich möchte trotzdem ein Video drehen. Und zwar, in einem der Kommentare von dem letzten Video, oder vom vorletzten Video, ich weiß es nicht mehr genau, gab es einen Hinweis, es gibt ein paar Dislikes immer, das ist mir egal. Also Dislikes hat jeder YouTuber. Ja? Die Leute, die sich die Mühe machen und das Video jedes Mal disliken und es trotzdem gucken, hey, das ist Content, das ist Watchtime, es ist Interaktion, danke dafür. Die Kommentare, da gibt es immer wenig. Das macht mir so ein bisschen zu schaffen. Die View-Zahlen, ich weiß, sind auch so ein bisschen so lala. Ich kann es irgendwie mittlerweile nicht mehr einschätzen. Beim letzten Tutolino-Video hatte ich mal versucht, so den Style, der von euch gewünscht war, entsprechend mit ein paar B-Roll-Aufnahmen am Anfang, wo ich das Ganze zusammengeschraubt habe, kleines bisschen Gelaber in der Mitte und am Ende halt entsprechend nochmal ein bisschen B-Roll halt zusammenzuschneiden, mit ein bisschen Musik zu hinterlegen. Also das, was ihr eigentlich mögt, und das ging gar nicht. Also irgendwie hat es euch nicht getriggert, ich weiß es nicht genau. Ihr könnt es euch ja gerne nochmal angucken, ich packe euch den Link da oben hin. Ja, die Frage ist, warum nicht? Ich würde gern von euch wissen, warum das nicht, euch nicht gefallen hat oder warum ihr das Video jetzt vielleicht nicht so oft geguckt habt. Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare, würde mich super freuen, weil ich mache den Content für euch, nicht für mich. Ja, ich habe zwar Spaß am Filmen, aber es bringt nichts, wenn der Content euch nicht gefällt. Könnt ihr mal unten konstruktive Kritik einfach in die Kommentare schreiben. Also nicht immer so, ist scheiße. Mit ist scheiße kann ich nichts anfangen. Wenn ihr sagt, okay, pass auf, Arnett-Video brauchen wir nicht sehen. Wir haben schon tausendmal ein Arnett-Video auf YouTube gesehen. Das ist einfach nicht der Content, den wir sehen wollen. Macht doch mal lieber was über Drucker XY. Dann kann ich damit was anfangen. Dann ist es wirklich konstruktiv. Michael, ich glaube, ich weiß seinen Namen nicht mehr richtig, hat letztens in die Kommentare reingeschrieben, ja, das Sound ist scheiße. Erstmal danke für den Hinweis. Ja, danke, aber mit der Sound ist scheiße kann ich nichts anfangen. Später kam dann, ja, die Lautstärke passt nicht. Okay, dann wusste ich, okay, die Lautstärke, ja, weil ich immer rechts und links geguckt habe, wahrscheinlich hat hier das Mikro nicht immer gleichmäßig aufgenommen. Das war natürlich scheiße. Ich habe es auch am Osmo Pocket dran hängen gehabt. Der Osmo kommt nicht so gut klar mit dem Rode-Mikrofon. Von daher, das war wahrscheinlich auch noch so ein Punkt, der nicht gut funktioniert hat. Kann man abstellen, dann weiß ich Bescheid. Damit kann ich arbeiten. Genau, solche Sachen. Was interessiert euch? Was würdet ihr gerne sehen? Zum Beispiel mal noch mehr über den Voron oder gar nichts mehr vom Voron. Würdet ihr noch mal gerne spezielle Filamente sehen? Würdet ihr gerne noch mal spezielle Drucker sehen? Würdet ihr gerne spezielle Druckprojekte sehen? Gerne spezielle Bastelprojekte mit Elektronik oder sowas in der Richtung? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Es kann euch nur zugutekommen. Genau, das soll es auch schon gewesen sein. Ich versuche jetzt noch den Patient X hier entsprechend so ein bisschen am Leben zu halten und so weit zusammenzubauen, dass wenn denn entsprechend die Ersatzteile da sind oder ich die Ersatzteile aus dem anderen Drucker rausgeraubt habe, dass er dann endlich mal in die Schule kann. Ich hätte ja gehofft, dass ich ihn noch vor dem Urlaub fertig kriege, aber das sieht nicht gut aus momentan. Aber naja, was will ich anderes machen? Ist halt ein Arnett, ne? Ich werde auch immer noch, nee, ich sag nichts mehr über den Acrylrahmen. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mal eure Meinung unten in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Happy Printing!